Wir wurden gegen 11 Uhr alarmiert mit so einem Gefahrstoffunfall hier hinter uns im Lager von der DPD. Dort ist es dazu gekommen, dass ein Karton mit einer nicht gekennzeichneten Chemikalie leckgeschlagen ist. Mehrere Mitarbeiter hatten, nachdem die diese Leckage beseitigt hatten, angefangen, das Ganze zusammenzuräumen und hatten dann über Atemwegsprobleme gesprochen. Sie sind selbstständig ins Krankenhaus gefahren. Daraufhin wurde dann die Feuerwehr verständigt. Es handelt sich hier vermutlich um Natriumselenit. Es ist also ein sehr, sehr hochgiftiger Stoff. Viel giftiger geht es bald nicht. Wir haben sowohl eine ätzende Wirkung als auch eine sehr giftige Wirkung auf den menschlichen Organismus. Also an der Haut löst es Verätzungen aus, in den Atemwegsbereichen ebenfalls. Das macht sich durch Atemwegsprobleme bemerkbar. Und entsprechend kann es dann schlimmere Folgen weiterhaben. Sie hatten Kontakt mit dem Stoff und sind dann noch selbstständig Auto gefahren. Also eine ganz kuriose Situation eigentlich, oder? Ja, sehr kurios. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass das Paket nicht gekennzeichnet war. Entsprechend konnten die Mitarbeiter nicht wissen, was sie da anfassen. Sie haben das tatsächlich mit den Händen berührt. Es hat keine sofortige Wirkung. Es kommt ein bisschen schleichend, ein bisschen später. Und die sind halt selbstständig ins Richtung Krankenhaus gefahren, beziehungsweise haben sie ins Krankenhaus bringen lassen. 5 Mitarbeiter haben wir jetzt noch hier vor Ort. 5 sind schon im Krankenhaus. Die wir noch vor Ort haben, dekontaminieren wir gerade. Die werden jetzt geduscht komplett und werden danach dem Krankenhaus zugeführt. Der Stoff wurde ja, wie gesagt, durch die Mitarbeiter schon relativ gut verpackt. Wir werden aber jetzt nochmal die Verpackung öffnen und das Ganze in einen richtigen Chemikalienüberbehälter zu packen und müssen mal gucken, inwieweit sich tatsächlich noch irgendwelche Stoffe in der Halle befinden.